Cyberpunk 2077 schafft das wohl Unmögliche wahrzumachen. Oh ja, und dann hat noch ein User aus der Community einen Tipp für euch, wie ihr die Performance des Spiels ein kleines bisschen steigern könnt. Und damit heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen, liebe Cyberpunk-Freunde, zu einem neuen News-Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn ihr keine Cyberpunk-News-Videos und Guides mehr verpassen wollt, dann natürlich ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lese ich mir verdammt gerne durch und mit viel Glück ist dein Kommentar im nächsten Video mit dabei, so wie ich auch heute wieder den ein und anderen Kommentar von euch mit am Start habe. Und wir legen jetzt direkt los mit den News, denn Cyberpunk sorgt für Schlagzeilen. 13 Millionen Verkäufe und das trotz Rückerstattung. Ja, Cyberpunk 2077 hat sich 13 Millionen Mal verkauft und zwar in den ersten 10 Tagen vom 10. Dezember bis zum 20. Dezember. Und das, meine lieben Freunde, da müsst ihr euch mal vorstellen, da sind die Rückerstattungen schon mit einberechnet. Das heißt, die Rückerstattungen wurden da schon abgezählt. Also könnt ihr euch vorstellen, wie oft sich das Spiel eigentlich verkauft hätte, wenn jetzt quasi die ganzen Rückerstattungen nicht gewesen wären und viele das Spiel nicht zurückgegeben hätten, dann wäre die Zahl weitaus über 13 Millionen Mal. Ich weiß nicht, wie oft es zurückgegeben wurde, da ist jetzt nichts bekannt, aber 13 Millionen Mal ist es aktuell noch im Umlauf bei Spielern. Könnte jetzt natürlich sein, dass die Zahl natürlich noch sinkt. Wer weiß, ob darüber mal irgendwas bekannt gemacht wird. Auf jeden Fall hat man die Verkaufszahlen, damit man mal so ein kleines bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, hat man die Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 auch mit anderen Spielen verglichen. Und ich werde euch auch diesen Artikel, den werde ich euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken, damit ihr das auch nochmal, wenn ihr möchtet, selber durchlesen könnt. Ist ein Artikel, der ist auf Englisch. Ich habe mir das jetzt halt eben übersetzen lassen einfach. Ja, kann man ja im Browser einstellen, dass man das auf Deutsch sehen möchte. Und zwar mit Warzone, COD, Call of Duty Warzone zum Beispiel. Da ist es halt eben so, dass Modern Warfare erzielte letztes Jahr in den ersten 3 Tagen 600 Millionen US-Dollar, was ungefähr 10 Millionen Exemplare entspricht, wenn man davon ausgegangen ist, dass es eben 59,99 Dollar gekostet hat, was ziemlich interessant ist. Dann wurde auch noch verglichen mit The Last of Us und Ghost of Tsushima, wenn ich das richtig ausspreche. Und da ist es halt eben so, dass The Last of Us Teil 2 hat sich in den ersten 10 Tagen 4 Millionen Mal verkauft und Ghost of Tsushima 5 Millionen Mal. Ja, und dann gab es natürlich noch Animal Crossing, New Horizons und bei dem Spiel war es halt eben so, es wurden 11,77 Millionen Exemplare verkauft und es hat 6 Wochen benötigt, bis endlich die 13 Millionen Verkäufe für dieses Spiel zustande kamen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, jetzt ist natürlich Cyberpunk in großer Kritik, zu Recht, meiner Meinung nach, absolut zu Recht, ist natürlich jetzt die Frage, wie oft wird es sich jetzt denn noch verkaufen, ja, denn viele sind abgeschreckt, absolut, sich das Spiel zu kaufen, da hat CD Projekt Red einfach mal so einen richtig fetten Griff ins Klo gemacht. Ja, so würde ich das zumindest mal behaupten, ja, so. Gut, dann kommen wir zu euren Kommentaren und da ist natürlich auch wieder ein guter Tipp aus der Community da, wie ihr die Performance etwas verbessern könnt in Cyberpunk 2077. Wir machen los und zwar den Kommentar vom Alexander, auf den möchte ich einmal kurz eingehen. Gehen die Geld- und Duplikationsglitches noch? Ja, lieber Alexander, da muss ich dich leider enttäuschen, da bist du hier absolut an der falschen Stelle, weil ich persönlich keine Glitches und Exploits und sonst irgend so einen Bullshit teile, denn ich gehöre zu der Fraktion Content Creator. Ich mache Content für Menschen, die das Spiel oder Spiele generell auf natürlichem Wege spielen möchten. Ja, ich bin nicht auf Clickbait angewiesen, deswegen interessiert mich das überhaupt nicht. Ich habe diese Glitches weder ausprobiert, noch, ich habe sie halt einfach nicht ausprobiert. Ich weiß zwar, wie sie funktionieren, aber ich mache es nicht, weil ich möchte mir den Spielspaß nicht kaputt machen. Wenn du dir den Spielspaß kaputt machen willst, mein Guter, probier's doch einfach aus. Da sind so viele Content Creator, die diese scheiß Glitches teilen mit der Welt. Gib's doch einfach ein, wie es funktioniert und dann mach's nach und guck, ob's geht. Also diese Frage in den Kommentaren zu stellen, sorry, lieber Alexander,
Hier bist du absolut fehl am Platz. Gut, und dann kommt vom René ein Kommentar. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie hinbekomme vorzulesen, weil der gute Junge irgendwie von Punkt und Komma noch nie was gehört hat. Gebe allen einen Tipp. Lasst den HDR-Modus auf euren Konsolen aus. Der scheint nicht gut zu sein oder ist etwas kaputt, denn seit ich ihn auslaufe, sieht das Spiel geil aus, läuft geil und es ploppt viel weniger Sachen auf. Macht einfach den HDR-Modus mal aus, Leute, ob das was bringt. Probiert es aus. Gerade auf den Konsolen auch, soll auf jeden Fall, habe ich schon öfters mal gelesen, dass es Verbesserungen hervorruft. Lieber René, trotzdem danke für deinen Tipp, aber bitte Punkt und Komma nicht vergessen, dann lässt sich sowas leichter lesen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.